Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist. Herzlich willkommen zu Weinstock TV an diesem wunderschönen Freitag. Für viele natürlich sehr heiß heute. Kannst mir mal reinschreiben, wie es dir gerade geht, ob es heiß ist, ob es nicht so heiß ist. Bei uns ist es sehr heiß, aber die Klimaanlage läuft und ich bin absolut glücklich und dankbar, dass es sowas gibt. Okay, cool. Toll, dass du mit eingeschaltet hast. Wenn du jetzt zum ersten Mal dabei bist, ganz herzliches Willkommen. Und natürlich auch, wenn du zum 5., 6., 7., 8. Mal dabei bist, auch ganz herzliches Willkommen. Und wenn du noch nicht weißt, was machen wir, Weinstock TV ist die Möglichkeit, dich einfach am Freitag wirklich, dass du einen richtigen ein richtiges Erfolgsupdate bekommst. Und dieses Erfolgsupdate kannst du dann natürlich übers Wochenende umsetzen, machen und tun und am besten in der nächsten Woche gleich in dein Geschäft integrieren. Die meisten, die zuschauen, sind Unternehmer, Selbstständige oder die es werden wollen. Es sind aber auch immer wieder Angestellte dabei, die sagen, ich möchte vorwärts kommen, ich möchte Gas geben, ich möchte einfach nochmal eine Schippe oben drauf legen. Und egal, warum du heute dabei bist, lass uns das jetzt rocken, denn heute geht es um ein ganz besonderes und ein ganz wichtiges Thema. Ich glaube sogar, dass es das wichtigste Thema ist, über das ich jemals sprechen werde und bisher gesprochen habe. Es ist auch eines meiner Lieblingsthemen, und zwar wie du mit dem richtigen Mindset zu Reichtum kommst. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich sehe Wohlstand und Reichtum als eine Grundlage an. Eine Grundlage für Erfolg. Und das ist wichtig. Meine Frage wäre jetzt mal, schreib mir das gerne mal in den Chat rein, hier in die Kommentare oder wo auch immer du gerade zuschaust. Warum bist du jetzt hier? Was ist dein Beweggrund? Warum willst du hier mitmachen? Warum sagst du, Daniel, ich bin heute, was auch immer, ich habe gerade Mittagspause oder ich habe keine Mittagspause, ich habe alle Termine abgesagt, ich will mir genau das jetzt hier live anschauen. Aus welchem Grund? Was ist der Grund dafür? Was war dein Motivationsgrund sozusagen, bei diesem Thema zu sagen, jo, da bin ich dabei? Nur Interesse halber? Oder sagst du, hey, da möchte ich was verändern? Vielleicht sagst du, in der Vergangenheit hat es vielleicht noch nicht so geklappt, mit dem Wohlstand und Reichtum aufzubauen und suchst vielleicht Methoden oder Möglichkeiten. Wir waren letzte Woche, haben wir uns um das oder mit dem Thema beschäftigt, die unsichtbare Seite des Erfolges, Episode 7. Sehr, sehr interessant, wenn du nicht dabei gewesen bist, weil da ging es nochmal darum, dass wir oft den Erfolg sehen von Menschen, aber wir sehen nicht, was dahinter steckt. Wir sehen, der hat ein tolles Auto, der fährt dauernd in Urlaub, aber was steckt da wirklich dahinter? Und da haben wir uns um die unsichtbare Seite des Erfolges gekümmert. Und was wir jetzt tun, wir gehen jetzt noch einen Schritt weiter. Mir geht es darum, dass wir heute uns anschauen, warum sind Menschen reich und warum nicht? Wie wird man reich? Wie wird man arm? Und das sind genau diese ganzen Punkte, die Menschen eben abhalten. Ja, also wir kommen gleich drauf. Weil letztendlich, weißt du, letztendlich, und das habe ich herausgefunden in den letzten 19 Jahren als Unternehmer, mittlerweile 19 Jahre Unternehmer und was auch noch ist, seit 10 Jahren habe ich mein Institut, mein Erfolgsinstitut und ich habe einfach eines festgestellt, wenn Menschen nicht da sind, wo sie sein wollen, obwohl sie ein großes Potenzial haben, obwohl sie tolle Produkte, Dienstleistungen, alles Mögliche haben, dann liegt es an einer einzigen Sache. Es gibt nur eine einzige Sache. Und wenn du wissen willst, was diese Sache ist, dann gib mir hier mal ein Like, fang an zu teilen, ja, lass uns Gas geben hier, wenn du wissen willst, was diese eine Sache ist und wenn du sie auflösen willst, dann bist du genau richtig hier, also lass uns richtig Gas geben heute. Sigrun schreibt, ich möchte etwas verändern, Marianne schreibt, um mein Einkommen zu erhöhen, mich weiterzubilden, zu lernen, klasse, das sind super Gründe. Ja, Sabrina schreibt, Wissen lernen in mein Wirken integrieren. Christiane schreibt, ich will lernen und ich möchte meine Schwierigkeiten angehen. Super, sehr gut. Alright, da seid ihr genau auf der richtigen Stelle und genauso soll es sein. Sehr gut.
Wir fangen mit einem ganz, ganz wichtigen Thema, wie gesagt, an. Meine Frage ist an dich, wie oft haben dir die Menschen schon versprochen, wenn du dieses oder jenes tust, dann bekommst du mehr Geld. Wenn du in dieses Geschäft einsteigst, dann klappt es endlich, dann verdienst du mehr Geld. Wenn du das Buch liest oder wenn du das Seminar besuchst oder wenn du die Geschäftsmöglichkeit hier nutzt und einsteigst, dann bekommst du mehr Geld, dann bekommst du mehr Zeit und dann bekommst du mehr Freiheit. Wie oft wurde dir das schon versprochen? Doch, du hast es vielleicht bisher noch nicht erreicht. Vielleicht hast du ein bisschen was davon erreicht, aber vielleicht sagst du dir immer wieder, weißt du was, es nervt mich schon das Thema. Ich muss dauernd dem Geld hinterherrennen. Es sollte andersrum sein. Und da will ich mit dir hin heute. Und wichtig ist eines, wenn du es bisher noch nicht erreicht hast, dann kannst du mal die Last von deinen Schultern hier nehmen. Mach mal so, weil es liegt nicht an dir. Große Behauptung, ne? Große Behauptung, es liegt überhaupt nicht an dir. Woran es liegt, das schauen wir uns gleich an. Das Training, was ich jetzt mit dir mache, ist wirklich für Menschen, die etwas verändern wollen, die bereit sind, aus ihrer Komfortzone auszutreten und die wirklich auch bereit sind, ungewohnte Dinge umzusetzen. Wenn du nicht bereit bist, ungewohnte Dinge umzusetzen, wenn du sagst, hey, ich schaue mir das Ganze mal an, aber ich setze es nicht um, dann ist das nicht für dich. Spar dir die Zeit. Und wie gesagt, das Training ist absolut nichts für Menschen, die einfach nur ein paar Informationen sammeln wollen, aber gar nichts bei sich ändern wollen. Die Schuld vielleicht dauernd bei anderen Menschen suchen. Und in all meinen Trainings, in all meinen Seminaren, in allem, was ich tue, gibt es immer zwei Regeln. Egal zu welchem Workshop du kommst, zu welchem Seminar wir uns vielleicht in Zukunft mal sehen, es gibt immer zwei Regeln. Die erste Regel ist offen sein. Sei mal offen für das, was ich dir jetzt hier zeige. Sei komplett offen, mach mal komplett auf. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du einfach mal richtig offen bist. Nimm das mit, was dir dient. Ich baue dir ein wunderbares Buffet auf. Ja, jetzt hier Mittagsbuffet baue ich dir auf und du isst einfach das, was dir schmeckt. Okay? Das ist ganz wichtig. Nimm das mit, was dir dient. Und der zweite Punkt, die zweite Regel ist mitmachen. Mach mit, sei dabei, gib Vollgas. Die Power, die du in das Training jetzt reingibst, die wirst du ernten. Du wirst danach genau wissen, was du tun kannst, was du verändern kannst. Und du wirst in Zukunft einige Dinge komplett anders tun und wirst Wohlstand und Reichtum aufbauen. Vielleicht nicht gleich sofort. Darum geht es auch gar nicht. Das ist kein Schnell-Reich-Werden-Programm, mit dem wir hier durchgehen. Sondern es geht hier um das, um den Kontostand zwischen den Ohren. Das ist der erste Kontostand. Der müssen wir unseren Kontostand, unseren Wunschkontostand, den müssen wir hier reinprogrammieren. Dann können wir es fühlen, dann können wir es tun. Sehr gut. Meine Frage an dich ist, warum möchtest du Wohlstand und Reichtum? Damit sollten wir mal anfangen. Diese Frage solltest du dir stellen. Warum möchtest du? Schreib dir das mal auf. Schreib dir auf, warum du Reichtum und Wohlstand haben möchtest. Warum willst du das? Das kann sein, du möchtest es für dich. Das ist völlig okay. Das sind deine materiellen Ziele, die du hast. Du hast materielle Ziele, Haus, Auto, Boot, was auch immer, schreib es auf. Du hast aber auch immaterielle Ziele, wie zum Beispiel Freiheit, Unabhängigkeit. Ja, dein Leben selbst bestimmen zu können. Für mich ist eines der größten immateriellen Ziele, die ich damals hatte, vor 10, 15 Jahren, habe ich mir immer gesagt, ich will Freiheit. Und weißt du, was Freiheit für mich bedeutet? Heute habe ich die. Ich stehe morgens auf und bin glücklich. Ich gehe abends glücklich ins Bett. Und dazwischendrin tue ich genau das, was ich tun will. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass du für dich aufschreibst, was sind deine materiellen oder auch immateriellen Ziele. Es kann aber auch sein, du möchtest Reichtum und Wohlstand
für deine Eltern, für deine Kinder, für deine Freunde, für deine ganze Familie. Und das ist genauso okay. Und es kann aber auch sein, dass du sagst, ich möchte Reichtum oder Wohlstand für die ganze Welt haben. Vielleicht nicht für die ganze, aber du sagst dir, du möchtest einen Teil der Welt verbessern. Du möchtest irgendetwas besser machen. Menschen in einem bestimmten Ort sollen gesünder werden. Du möchtest Senioren helfen, du möchtest Kindern helfen oder was auch immer. Aber so hat die Welt etwas davon. Und auch wenn du, und deswegen habe ich gerade ganze Welt gesagt, auch wenn du nur einen kleinen Teil verbesserst, kann es sein, dass die ganze Welt dadurch besser wird. Wie so ein Wassertropfen, der reinfällt und überall seine Kreise zieht. So, und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir Reichtum und Wohlstand, das ist einfach mein Denken, dass wir Reichtum und Wohlstand wirklich als Grundlage von einem reichen und freien und selbstbestimmten Leben haben. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das als Grundlage sehen. Warum als Grundlage? Wie viele Leute beschweren sich und sagen, ja, heute in den Lebensmitteln ist das und das drin und das ist das und das mag ich nicht und die Qualität ist da schlecht. Ja, gesunde Lebensmittel kosten unter Umständen sehr viel Geld. Manchmal das Doppelte, manchmal das Dreifache. Ganz klar heute. Ja, es ist klar, wenn du jetzt ein Bio-Steak kaufst, kostet es halt viel mehr Geld, als wenn du irgend so ein abgepackten alten Fleischlappen da irgendwo kaufst. Ja. Jetzt mal als Beispiel. Oder Gemüse genau das gleiche. Ich weiß ja nicht, ob du jetzt Fleisch isst, Vegetarier bist, wie auch immer. Aber das ist einfach der Punkt. Wir können uns ganz anders ernähren, wenn wir das Geld dazu haben. Richtig? Das ist ganz, ganz wichtig. Und wir können unser Leben so ausrichten, wie wir es wollen. Stimmt's? Würdest du dein Leben gerne ausrichten, wie du es haben möchtest? Möchtest du das? Möchtest du Wohlstand und Reichtum aufbauen für dich, für deine Familie? Und das ist ganz wichtig. Und jetzt mach mal Folgendes. Schreib mal bitte, das musst du nicht in die Kommentare reinschreiben, aber schreib mal für dich dein Zieleinkommen auf in einem Jahr. Schreib mal auf, was ist dein Zieleinkommen in einem Jahr? Du sagst dir zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal, du sagst dir als Ziel, in einem Jahr sagst du zum Beispiel 500.000 Euro. So, wichtig ist aber eines, greif ein bisschen nach den Sternen, mach dein Ziel groß. Da haben wir in den ersten 2-3 Episoden darüber gesprochen, ja, wie wichtig das ist, wirklich groß zu denken. Und stell dir mal vor, du wärst jeden Tag in deinem vollen Potenzial, du wärst jeden Tag voller Power, voller Energie, du würdest aufstehen, würdest die richtigen Dinge tun, du hättest gleich die richtigen Ergebnisse, die du haben möchtest und zack, bang, so wäre jeder Tag. Die Tage kennen wir, wo alles klappt, wo alles richtig rund läuft. Aber wie viele Tage haben wir davon? Wie viele Tage hast du davon im Monat oder im Jahr? 2, 3, 4, 5? Wo du voll im Flow bist, wo du in deinem vollen Potenzial drin bist, wo du Vollgas gibst und einfach genau das erschaffst, was du haben möchtest. Mir geht es darum, das jeden Tag zu haben. Stell dir mal vor, du wärst jeden Tag in deinem vollen Potenzial. Du würdest was tun, hättest neue Ergebnisse, würdest die Menschen erreichen mit deiner Message, mit dem, was du tust. Wie viel würdest du verdienen in einem Jahr? Schreib das mal auf. Und jetzt schreib mal auf, darunter, was ist dein Einkommen jetzt gerade? Also wie hoch ist dein Einkommen? Wenn du jetzt zum Beispiel 200.000 verdienst im Jahr, dann hast du eine Lücke, also ein Gap von 300.000. Und genau um dieses Gap geht es jetzt. Es geht jetzt um dieses Gap, wie du das Gap schließen kannst. Willst du es schließen? Gib mir deinen Daumen nach oben. Bist du bereit, etwas zu tun? Bist du bereit, aus der Komfortzone rauszugehen? Hier, genau darum geht es heute. Weil, weißt du, die meisten stehen hier. Sie stehen hier und sie sehen hier das Ziel hier ist dein großes Ziel, das willst du erreichen, hier, doch hier ist der Abgrund,
Hier ist die Lücke. Hier ist die Lücke zwischen dem, wo du gerade stehst und dem, wo du hin möchtest. Und genau um diese Lücke geht es jetzt. Dass wir diese Lücke schließen. Wer ist mit dabei? Bist du bereit, alles zu geben? Bist du bereit, deine Tür zuzumachen? Bist du bereit, alle Ablenkungen auszuschalten? Alle möglichen Dinge, die auf dich reinprasseln? Bist du bereit, deine E-Mails auszumachen? Bist du bereit, dein Telefon auszumachen? Natürlich, wenn du es mobil schaust, nicht? So. Aber wichtig ist, bist du wirklich bereit jetzt? Weil wenn du bereit bist, gehen wir weiter. Ich weiß, du bist bereit. Sehr gut, cool. Perfekt. Und genau darum geht es jetzt. Was wichtig ist, und jetzt ist es wichtig, dieses Bewusstsein dafür aufzubauen, für Wohlstand und Reichtum. Bau dieses Bewusstsein auf. Das, was du gerade aufgeschrieben hast, und das ist egal, was, wie hoch das ist, was du gerade aufgeschrieben hast, egal ob das 20.000 im Jahr sind oder 500.000 oder 5 Millionen, das ist ganz egal. Wichtig ist aber, dass du eines verstehst. Du hast gerade gesagt, das ist die Lücke pro Jahr. Das bedeutet Folgendes, und das ist jetzt ganz wichtig, dass du es hier reinkriegst. Das kostet es dich jedes Jahr, in diesem Fall kostet es dich 300.000 Euro, wenn du jetzt nichts unternimmst, wenn du jetzt nicht etwas anderes tust. Das ist wichtig, jetzt etwas ganz anderes zu tun. Einstein hat gesagt, es wäre Wahnsinn zu glauben, wir könnten immer die gleichen Dinge tun und dabei andere Ergebnisse erwarten. Das funktioniert nicht. Es geht nicht. Was du tun musst, ist bereit zu sein, komplett andere Dinge zu tun. Wenn du bereit bist, andere Dinge zu tun und sie dann auch tust, wirst du komplett andere Ergebnisse bekommen. Und genau darum geht es jetzt. Bau das Bewusstsein auf. Das kostet es dich jedes Jahr. Und wenn du jetzt nichts tust, jetzt meine ich diesen Moment, weil jetzt kannst du handeln, jetzt gerade bekommst du die Informationen von mir, morgen hast du nicht, kannst du es dir wieder anschauen, machen und tun. Aber weißt du, mir geht es darum, jetzt eine Entscheidung zu treffen. Triff jetzt eine Entscheidung, dass sich das Ganze verändert. Wenn wir uns mal die Zahlen und Daten und Fakten anschauen, leben 76% der Deutschen, Österreich und Schweizer von Scheck zu Scheck. Das heißt also von Auszahlung zu Auszahlung. Das bedeutet, dass sie jeden Monat auf Null sind. 76% in Deutschland, Österreich und Schweiz sind alle auf Null am Ende des Monats. Das darf nicht sein. Und das ist mein Auftrag, dir da zu helfen. Und das nehme ich so wichtig und deswegen mache ich das hier, Weinstock TV. 42% der Leute haben weniger als 1.000 Euro Ersparnisse. Muss man sich mal vorstellen. 42%. 21% haben gar keine Ersparnisse. Und 65% der über 65-Jährigen haben weniger als 25.000 Euro Rücklagen. Was willst du in deiner Rente, wenn du ein paar Euro bekommst? Meine Generation, also wir müssen uns, glaube ich, über Rente gar keine Gedanken mehr machen, weil wenn du das nicht selbst in die Hand nimmst, dann wird es niemand machen. Die Altersarmut wird sehr groß werden. Doch da ist die Frage, hast du da vorgesorgt? Die meisten haben nicht vorgesorgt. Die meisten haben Lücken, da schnallst du ab. Die meisten machen gar nichts und verlassen sich auf irgendein System. Und das ist ganz, ganz wichtig. Die meisten sind sogar selbstständig, arbeiten, 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 aber weißt du, was passiert? Am Ende des Monats ist gar nichts mehr übrig zum Sparen. Da ist gar nichts mehr da, was man machen könnte. Wovon man eine Vorsorge treffen könnte. Leute, ihr braucht Geld auf der Seite, das ist ganz, ganz wichtig für die Altersvorsorge sozusagen. Ja, wir machen jetzt hier keine Versicherungsberatung oder Investmentberatung oder irgendwas. Darum geht es mir nicht, sondern es geht mir wirklich darum, dass du hier eine Entscheidung triffst. Ja, da muss ich was machen und ich will, wenn ich in Rente bin, will ich nicht mehr jeden Cent rumdrehen. Zack. Und das willst du wahrscheinlich auch jetzt schon nicht mehr. Also schau, dass du jetzt Vollgas gibst. Und wenn wir uns mal die Unternehmen anschauen
und sehen, dass von 10 Geschäften gerade mal 2 übrig bleiben nach den ersten 3 Jahren, dann ist es schon krass. Und ich weiß eines, es liegt nicht daran, dass Menschen keine Ideen haben, dass Menschen dumm sind oder was auch immer, sondern es liegt an einer einzigen Sache. Und genau darauf kommen wir jetzt. Es liegt nicht an dir, es liegt an den falschen Informationen, die in dir sind. Das ist das Wichtige. Da haben wir uns in der letzten Episode schon mit beschäftigt. Aber genau das ist der Punkt. Es liegt einfach an den komplett falschen Informationen, die es hier gibt. Und es gibt eine einzige Ursache für Misserfolg. Und dafür möchte ich, weil ich weiß, einige waren letztes Mal nicht mit dabei, hier nochmal kurz den Eisberg zeigen. Bei einem Eisberg liegen ca. 5% über der Wasseroberfläche und 95% liegen darunter. Und das können wir super auf unser Bewusstsein und Unterbewusstsein projizieren. Das ist super, da können wir das Gehirn ganz leicht erklären, deswegen nehme ich das immer. In unserem Bewusstsein können wir 3 bis 4 Informationen pro Sekunde verarbeiten. 3 bis 4 Informationen. Unser Unterbewusstsein hingegen verarbeitet, weißt du es noch? Schreib es mir rein, wenn du es noch weißt. 40 Millionen Informationen pro Sekunde. Gleichzeitig. Du hast einen riesen Hochleistungsrechner in dir, der entweder für dich arbeitet oder gegen dich. Fakt ist, dein Unterbewusstsein hält alles für wahr. Alles, was du deinem Unterbewusstsein gibst, alle Dinge, die da passiert sind. Ja, ich kann das nicht, ich bin zu doof, ich mag mich nicht, Schuster, bleib bei deinen Leisten, Geld stinkt, wasch dir die Hände, Geld ist nicht alles im Leben, Geld ist nicht wichtig, die süßesten Früchte sind nur für die größten Tiere da. Und diese ganzen Sachen, die wir da gehört haben, jedes Mal haben wir ein Minus im Unterbewusstsein. Ist negativ geladen, ist ein negatives neuronales Netzwerk, sagt man dazu, das man aufgebaut hat zum Thema Geld, zum Thema Wohlstand. Und Fakt ist, dass wir, als wir Kinder waren, hatten wir dieses Bewusstsein noch gar nicht. Das heißt, alle Informationen sind ungefiltert direkt in unser Unterbewusstsein gekommen. Alles, was Lehrer, Eltern, Erzieher bis zu unserem 6., 7. Lebensjahr gesagt haben, alles, was sie uns gesagt haben, die Erfahrung, die wir gesammelt haben, alles das steckt in unserem Unterbewusstsein. Und jetzt fragen sich manche Menschen, ja, warum kann ich kein Reichtum aufbauen? Warum ist das so, jedes Mal, wenn ich Geld kriege, ist es gleich wieder weg? Warum ist das so? Das sind Geldverhaltensmuster aufgrund von deiner alten Programmierung hier. Und diese Programmierung zum Thema Geld, die ist sehr, sehr stark. Weil eins ist doch auch klar, wer gewinnt denn immer? Du kannst dir hier oben, kannst du dir das Ziel setzen, ja, ich will hier meine 500.000 Euro verdienen. Wenn du aber bis jetzt 200.000 verdient hast, dann sind die 200.000 hier abgespeichert. Du denkst, dein Programm hier oben läuft auf 200.000. Dein Bewusstsein, dein Unterbewusstsein hier läuft komplett auf 200.000 Euro. Du denkst gleich, du fühlst dich gleich und du tust immer die gleichen Dinge automatisch. Deswegen bleibst du hier stehen. Die 500 sind ja gar nicht hier unten drin, die sind ja gar nicht im Unterbewusstsein, die sind ja hier oben drin. Und jetzt machen wir mal, jetzt ist es doch ganz logisch, wenn du dir sagst mit 5% Bewusstsein, ich will 500.000 machen und 95% sagen dir, weißt du was, Schuster, bleib mal bei deinen Leisten, ich glaube nicht, dass du das schaffst. Du hast mit Mühe und Not bis jetzt 200.000 zusammengekriegt, hast dafür mega viel gearbeitet, gemacht, getan, aber hast es eh nicht erreicht. Das heißt, dass dein neues Ziel, was du hast, kämpft gegen deine alte Konditionierung. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir hier das mal so verstehen. Denn dein Ziel, das du hier hast, das kann jedes Ziel sein. Dein Unterbewusstsein ist immer stärker. Es ist immer stärker, es ist viel größer, es ist viel schneller. Und wenn du sagst, ich will Millionär werden und dein... oder ich bin Millionär und dein Unterbewusstsein sagt dir,
einem alten Scheiß bist du? Schau mal dein Konto an. Wie willst du Millionär werden? Das hat bis jetzt eh nie jemand geschafft in deiner Familie. Das sind die ganzen Informationen, die dann hochkommen. Und die sprechen gegen deinen Erfolg. Das ist wichtig, aber was wollen wir jetzt verändern? Und wir werden es zusammen verändern, wenn du bereit bist. Und jetzt passiert Folgendes. Zu diesem Ziel, das du hast, egal welches Ziel du hast, hast du in deinem Unterbewusstsein, das ist jetzt ganz wichtig, schreib dir das auf, bleib hier dabei, hast du in deinem Unterbewusstsein zwei Anteile. Du hast den positiven Anteil im Unterbewusstsein. Ich male jetzt hier mal daneben, dann stopfe ich hier nicht alles voll. Okay? Du hast im Unterbewusstsein hast du einen positiven Anteil. Dieser positive Teil sagt dir, mach's, geh voran, gib Gas, mach die halbe Million, gib Gas, du schaffst das und wenn es jemand kann, dann kannst du es, das kann ja nur du sein, du bist klasse, du bist spitze, du bist super, du wirst es schaffen und du hast alle Talente und Fähigkeiten und du hast ein tolles Team und du hast eine tolle Firma und du hast super Produkte und tolle Dienstleistungen, du wirst es schaffen, du machst das, du kannst das. Das sagt dir dein positiver Anteil, der sagt, investier in dich, mach das, bild dich weiter, geh voran, gib Gas. Wenn du nur diesen hättest, wenn du nur diesen positiven Anteil hättest, wärst du schon längst hier. Das heißt, wir haben leider auch noch einen anderen. Und der andere ist der negative Anteil. Ich male den deswegen so groß, weil wenn du noch nicht an deinem Ziel bist und schon lange kämpfst und machst und tust und es aber noch nicht erreicht hast, dann ist der sehr viel größer als der positive Anteil zu deinem Ziel. Was ist der negative Anteil? Was hörst du da was hast du da für Gedanken im Kopf? Das sind solche Gedanken im Kopf wie, ich kann's nicht, ich schaff's nicht. Die ganzen Sprüche kommen da hoch. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ach komm, Geld ist doch nicht alles im Leben. Es ist doch viel wichtiger, die Familie. Zack, 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 diese ganzen Sachen, die da hochkommen. Vielleicht schreibst du auch einfach mal auf, was sind so Dinge, die du gehört hast. Ja, was für Dinge hast du da gehört in der Vergangenheit? Vielleicht fällt dir gerade was ein. Aber eines ist ganz, ganz wichtig. Hier zwischen dem positiven und negativen Anteil im Unterbewusstsein, kommt jetzt genau der Punkt und jetzt kommt ein ganz wichtiges Schlüsselwort, ein ganz wichtiger Begriff. Und zwar haben wir hier zwischen, das ist das Problem, der Kampf zwischen dem negativen Anteil und dem positiven Anteil. Mal an manchen Tagen gewinnt der positive Anteil, dann ist aber wieder der negative Anteil dran und zack, bang, sabotierst du dir deinen eigenen Erfolg. Ganz unbewusst, automatische Programmierung. Das siehst du gar nicht, warum? Du siehst gar nicht, was hier abgeht, weil du mit 3 bis 4 Informationen doch gar nicht 40 Millionen Informationen pro Sekunde erfassen kannst. Ist doch ganz klar. Du kannst dein Unterbewusstsein mit deinem Verstand nicht erfassen. Was man natürlich machen kann, man kann das vielleicht auch mal 30, 40 Informationen pro Sekunde Bewusstsein erweitern, sagt man dazu. Aber du wirst es niemals schaffen, die Kapazität deines Unterbewusstseins hier oben reinzukriegen. Funktioniert nicht. So. Und das, was wir hier haben, ist ein interner Konflikt. So nennt man das. Was sind die Anzeichen von einem internen Konflikt? Oder ich frage nochmal Folgendes, weil ich höre bei manchen, höre ich gerade die Frage, Daniel, woher weiß ich, was steht in meinem Unterbewusstsein? Woher erkenne ich meine Geldglaubenssätze, meine Überzeugungen, mein Paradigma zum Thema Geld, Wohlstand und Reichtum, woran erkenne ich das? Ganz einfach, schau dir deine Realität an. Denn deine Realität ist der exakte Spiegel deiner unbewussten Einstellung. Weil du zu 95% jeden Tag das Gleiche tust, bekommst du auch dauernd die gleichen Ergebnisse. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Schau dir deine Ergebnisse an, wenn Geld immer knapp ist, wenn du dem Geld hinterherlaufen musst, wenn du jedes Mal, wenn du Geld bekommst, das wieder irgendeinen anderen Weg von dir wegfindet, weil dann halt das Auto kaputt geht und die Stereoanlage oder was auch immer. Irgendwas ist dann immer, wenn Geld kommt.
Wenn das so bei dir ist und du einfach keinen Wohlstand und Reichtum aufbauen kannst, bis zu einem bestimmten Punkt kommst oder das Einkommen einfach so limitiert ist, dass du da einfach irgendwie nicht durchkommst, du arbeitest viel, du machst, du tust, du kommst da nicht voran, dann ist genau das in deinem Unterbewusstsein. Und ein Zeichen für einen internen Konflikt ist, der hält dich einfach dort fest, wo du gerade stehst. Du arbeitest viel, du machst viel, du brauchst ganz viel Energie. Das ist wie die Katze, die sich in Schwanz beißt. Dreht sich, dreht sich, dreht sich, dreht sich, aber kommt nicht voran. Aber du brauchst trotzdem ganz viel Energie. Du bist abends fertig, aber du hast nicht viel Geld verdient. Und das ist genau das Muster. Das müssen wir im Unterbewusstsein verändern. Das verursacht Stress. Was ist der größte Verursacher von Krankheiten? Über 90% ist Stress verantwortlich, negativer Stress. Ja. Dieser interne Konflikt, wenn du arbeitest, machst und tust und kurz vorher, bevor du es erreicht hast, wenn kurz vorher irgendetwas schiefläuft und es doch wieder nicht klappt, ist genau das. Ich habe es nicht verdient. Ich sabotiere mir selber meinen Erfolg. Das ist genau der Punkt. Dieser interne Konflikt legt 90% deines Potenzials lahm. Du bist unglücklich und komplett unzufrieden mit dir selbst und der Selbstwert und das Selbstbewusstsein bauen sich ab. Wir brauchen hier aber einen großen Selbstwert drin im Unterbewusstsein, weil dein Selbstwert steht immer im direkten Verhältnis zu deinem Einkommen. Und die Lösung dafür ist ganz, ganz wichtig. Wir müssen diesen internen Konflikt, den hier, den musst du auflösen. Das ist das Wichtigste. Weil wenn du das schaffst, diesen internen Konflikt, genau diesen blauen Pfeil hier, dieses Teil hier aufzulösen, dann geht es richtig nach vorne. Und was jetzt wichtig ist, ich distanziere mich da von der Arbeit, die viele Coaches und Trainer und alle möglichen Leute da draußen machen. Und ich sage dir mal, wie es nicht funktioniert. Ich bin da ganz offen, weil wir leben heute in einem komplett neuen Zeitalter, in einem einzigartigen Zeitalter, das so voller Chancen und Möglichkeiten ist, das so toll ist, das so positiv ist. Aber wisst ihr, was die meisten Menschen machen? Sie lösen Ängste auf. Sie schauen, wo sind die Frustrationen drin. Sie schauen sich an, was ist in der Vergangenheit da alles schlecht gelaufen, was ist vielleicht das Problem gewesen, wie haben die Eltern denn über Geld gesprochen und so weiter. Ich habe Geldseminare mal besucht und habe gesehen, was die Leute da machen, dass sie den ganzen alten negativen Mist da rausholen. Jetzt mal ganz ehrlich und offen. Forscher haben herausgefunden, dass wir mit der Power, mit der Energie, die wir in uns tragen, die unser Körper, unsere Zellen produziert, diese Power, diese Energie reicht aus, um einen ganzen Wohnblock zu erleuchten. Das musst du dir mal vorstellen. Und diese Power und diese Energie lenkst du auf das, was nicht funktioniert. Was wird denn größer? Was wird denn stärker? Das Negative wird immer größer und stärker. Bei uns rufen Leute an, das haben wir fast jeden Tag, dass bei uns im Institut Leute anrufen und sagen, Daniel, ich habe so lange an meiner unterbewussten Konditionierung schon gearbeitet. Ich habe das gemacht, ich nenne jetzt keine Namen, was es da draußen gibt. Ja? Aber doch, können wir machen. Es gibt alle möglichen Sachen da draußen. NLP, Hypnose, Wingwave, Energiearbeit, Matrix, diese ganzen, weißt du, es gibt tausende Sachen. Aber zu uns kommen Leute, die sagen, ich arbeite seit 25 Jahren an meiner Konditionierung zum Thema Geld und es hat nicht funktioniert. Und das ist genau der Punkt. Und ich möchte, dass du analysierst und schaust, wenn du schon bereit bist oder schon etwas machst, um dein Unterbewusstsein umzukonditionieren, dann muss das hier sein, am positiven Anteil. Wir müssen den positiven Anteil so groß und so stark machen, dass der negative Anteil immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner wird und dann geht. Wenn du das machst, wenn du deinen positiven Anteil in dir so groß und so stark machst, dann gehen Ängste weg.
dann gehen Sorgen weg, Zweifel, Frustration, Existenzängste, alles Mögliche verschwindet komplett von alleine, wenn du dir hier deine Vision in deinem Unterbewusstsein, deine Ziele, deine Wünsche, deine Träume, dass du es verdient hast, dein Selbstwert, alles Mögliche, das so richtig groß aufbaust. Und das ist der Unterschied. Das ist ganz, ganz wichtig. Ein ganz bekannter Architekt, Buckminster Fuller aus Amerika, hat mal gesagt, du kannst gegen die Realität nicht ankämpfen. Das Einzige, was du tun kannst, ist, dass du ein neues Modell baust, das das alte Modell überflüssig macht. Lass dir den Satz auf der Zunge zergehen. Baue ein neues Modell auf, hier den positiven Anteil groß und stark machen, dass das andere Modell überflüssig macht. Ganz, ganz wichtig. Und die Lösung ist hier, wir müssen den positiven Anteil so groß, so stark machen. Du brauchst neue positive Informationen in deinem Unterbewusstsein. Ganz viele neue positive Informationen in deinem Unterbewusstsein zum Thema Geld, Erfolg, Wohlstand, Reichtum, Gesundheit, Liebe, Glück. Das ist ganz, ganz wichtig, dass diese Informationen da reinkommen. In der Neurowissenschaft sagen wir dazu, wir brauchen ein neues neuronales Netzwerk. Hey, lass es einfach mal, hast es gehört, ein neues neuronales Netzwerk. So sagt man dazu, das sind neue Verbindungen im Unterbewusstsein, die dann früher oder später immer stärker werden. Also wir wissen jetzt, wir brauchen neue, positive, kraftvolle Informationen im Unterbewusstsein. Das wissen wir. Aber die meisten Leute fragen sich ja, wie geht denn das? Wie kann ich das denn machen, Daniel? Jetzt weiß ich muss hier den positiven Anteil groß machen. Jetzt weiß ich muss hier richtig Gas geben und den positiven Anteil verstärken. Aber wie funktioniert denn das? Wie mache ich das denn? Und hier kommen wir jetzt genau zu den Punkten, die dafür wichtig sind. Das Erste, womit du arbeiten kannst, sind Binaural Waves. Was sind das? Die Binaural Waves, das funktioniert über Kopfhörer. Links ist eine andere Frequenz als rechts. Wenn du es noch nicht gehört hast, google es mal. Wenn du das ist eine Musik, die hörst du. Und dadurch werden deine Gehirnhälften synchronisiert und dein Gehirn geht in einen ganz bestimmten Zustand, wo du zum Beispiel aufnahmefähiger oder lernbereiter bist. Was wichtig ist, unser Gehirn arbeitet in Hirnwellen und diese werden in Hertz gemessen. Das ist ganz wichtig. Wir gehen da jetzt mal drauf ein. Wir haben einmal den Gamma-Bereich. Der Gamma-Bereich, das ist der bis jetzt am wenigsten erforschte Bereich von den Hirnwellen. Der liegt zwischen 100 und 38 Hertz. Ja, also das ist der höchste Zustand. Das ist die höchste Fokussierung. So bei absoluten Spitzenleistungen wird es gemessen. Und man hat so eine Verbindung mit dem großen Ganzen. Du merkst, du bist voll verbunden, du bist voll im Flow, du bist voll da. Okay, das ist der Gamma-Bereich. Dann haben wir den Beta-Bereich. Der Beta-Bereich liegt zwischen 37,5 bis 15 Hertz. Und bei diesem Bereich, dem Beta-Bereich, dort sind wir jetzt gerade. Also ich bin ganz klar im Beta-Bereich gerade, weil ich bin wach, aufmerksam, kreativ. Du auch. Du bist gerade wach, bist aufmerksam, bist kreativ. Das ist das ganz normale Wachbewusstsein ins Beta. Ja, da bewegst du dich gerade, irgendwo auf diesem Schwingungslevel. Jetzt kommt aber eines, was wichtig ist. Wenn du zu hohe Beta-Wellen hast, die also 15 Hertz sind, 15 ist das niedrigste im Beta-Bereich, sondern Richtung knapp 38 gehst, 37,9 so die Richtung,
Wenn du die Richtung gehst, wenn wir zu hohe Beta-Wellen haben, weißt du, was dann kommt? Dann kommen automatisch Angst, Unruhe, Stress. Automatisch, wenn wir zu hohe Beta-Wellen haben. Ein bestimmtes Neurotraining kann deine Beta-Wellen ein Stück einfach absenken. Und statt du jeden Tag in der Angst steckst, in der Unruhe und in dem Stress, gehst du rein und reduzierst das Ganze, indem dein Gehirn in einen niedrigen Beta-Zustand geht. Das ist wichtig. Wir brauchen einen niedrigen Beta-Zustand. Weil der niedrige Beta-Zustand, da sind wir wach, da sind wir aufmerksam und da sind wir ganz kreativ. Ja? Schreib dir das ein bisschen mit. Sehr gut. Unter Beta, wenn wir anfangen, uns zu entspannen, rutschen wir immer weiter in den Alpha-Zustand rein. Alpha-Zustand zwischen 14,9 und 8 Hertz. Hier ist eines. Wenn du im Alpha-Zustand zum Beispiel lernst, wenn du in der vollen Entspannung lernst, hast du eine erhöhte Erinnerungsfähigkeit. Du kannst das Ganze dir viel länger behalten. Und der Alpha-Zustand ist folgendes. Hier sind wir in der äußeren Wahrnehmung, hier oben. Ja? Kannst du dir so ein bisschen so vorstellen. Ja? Hier sind wir in der äußeren Wahrnehmung. Hier nehmen wir eher das Äußere wahr. Hier nehmen wir wahr, was gerade im Außen passiert. Wir sind aufmerksam, wir sind da. So, und wenn wir aber uns entspannen, dann kommen wir von der äußeren Wahrnehmung, wo wir das sind, kommen wir in die innere Wahrnehmung. Wir nehmen uns selbst wahr. Wir spüren uns, wir merken uns, wir spüren, wie unser Herz schlägt und so weiter. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die Grenze, Alpha ist so die Grenze zwischen äußerer und innerer Wahrnehmung. Und das ist so der Zustand, den kennst du. Wir sind zweimal am Tag sind wir in Alpha und das ist kurz nach dem Aufwachen und kurz vor dem Einschlafen. Das ist der Alpha-Zustand. Also wenn du lernen willst, wenn du irgendetwas behalten willst, wenn du dich umprogrammieren willst, wenn du deine Ziele dir reinhauen willst in dein Unterbewusstsein, dann kann ich dir nur sagen, tu es in genau der Entspannung, mach das morgens direkt nach dem Aufstehen und abends kurz vorm Einschlafen, weil das führt dazu, dass es wirklich ganz tief in dein Unterbewusstsein absinkt. So, und jetzt kommen wir da rein, jetzt kommen wir runter in den Theta-Bereich. Der Theta-Bereich liegt zwischen 7,9 bis 4 Hertz. Und das ist ein ganz spannender Bereich. Der Theta-Bereich ist der Bereich von der Gehirnfrequenz kurz vor der Tiefschlafphase. Ja, da kommt dann nur noch eine darunter und das ist Delta. Delta ist Tiefschlafphase. Ja, Delta ist Tiefschlafphase, das liegt zwischen 3,9 und ja, geht runter bis 0,5 irgendwo. Wenn wir weniger haben, dann sind wir tot. Ja. So. Aber lass uns nochmal bei dem Theta-Bereich bleiben. Der Theta-Bereich ist ein ganz, ganz spannender Bereich, weil hier bist du kurz vor der Tiefschlafphase und hier passiert eines. Dieser Zustand wird oft gemessen, gerade so in Gipfelerfahrungen, Meditation, wenn du so voll, so ein bisschen weggespaced bist, ja, dann hast du hier aber den Zugang zu deiner Kreativität, zu deiner Spiritualität. Und warum sage ich das mit der Kreativität gerade? Ganz einfach, reicht es nicht, dass wir eine einzige Idee haben, mit der wir vielleicht Millionen verdienen können? Wir brauchen die Kreativität. Das ist ganz wichtig und jeder ist kreativ auf seine ganz eigene Art und Weise. Und diesen Zugang brauchen wir wieder.
Weil in uns ist alles, was wir brauchen, um den Erfolg zu bekommen. Du brauchst den Erfolg nicht suchen in einem Seminar oder in einem Urlaub oder was auch immer oder in einer bestimmten Sache, die im Außen liegt. Nein, brauchst du nicht. Du hast den Erfolg komplett in dir und du hast alles in dir angelegt, um es zu tun, um es zu vollbringen. Und wenn du das Ziel hast, 1 Million zu verdienen, dann ist es in dir angelegt und du kannst es tun, du kannst es machen. Wichtig ist aber, dass du deine Umprogrammierung jetzt hier in den Griff bekommst. Und das ist der Theta-Bereich. Theta-Bereich ist ganz, ganz spannend, weil wir haben in den letzten, 8, 9 Jahren habe ich mich da sehr intensiv mit befasst mit dem Thema Neurowissenschaft. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich ein Neuroprofessor oder Doktor bin, aber nah dran. Ja. Und der Punkt ist ganz einfach, wir haben eines gemerkt. Wir haben Probanden, ich habe mit ganz vielen Leuten gearbeitet in den letzten Jahren, gerade am Anfang, gerade so vor 8, 9 Jahren, weil ich gemerkt habe, denen kannst du Business-Strategien geben, machen und tun. Wenn die Leute nicht den Mindset haben, dann kommt es nicht durch, dann funktioniert es nicht, dann geht es nicht ab, ja, dann läuft es nicht. Und der Punkt ist dann, wir haben gemerkt, wir haben den Theta-Wellen gegeben. Die haben jeden Tag, mussten die Theta-Wellen hören für eine bestimmte Zeit. Und was wir gemerkt haben, dass sich nur über die Theta-Wellen bei einer ganz bestimmten Frequenz, 4,9 Hertz, bei einer ganz, ganz bestimmten Frequenz passiert Folgendes, dass sich alte Gewohnheiten auflösen, dass sich Ängste und Stress komplett reduzieren, nur durch die Brainwaves, dass die Aufnahme von positiven Affirmationen verstärkt wird und dass man so mit sich selbst verbunden ist wieder. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn wir durch die Straßen laufen, sehen wir nur Menschen meistens, die gehetzt sind, die total negative Mienen haben, muss man wirklich manchmal sagen. Und dann frage ich mich, warum ist das so? Warum sind wir so schlecht und so negativ konditioniert? Genau das ist der Punkt. Und hier im Theta-Bereich, hier ist dein Unterbewusstsein offen für Veränderungen, für positive Affirmationen. Also haben wir was gemacht? Wir haben Affirmationen aufgebaut. Ich habe 65 ganz kraftvolle Affirmationen geschrieben, die ein komplett neues neuronales Netzwerk aufbauen zum Thema Geld, Wohlstand und Reichtum. Und diese Affirmationen haben wir den Leuten im Theta-Bereich gegeben. Und weißt du, was da passiert ist? Haben es aufgesaugt wie ein Schwamm. Es gab noch nie eine schnellere Umkonditionierung als im Theta-Bereich. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt jetzt. Du kennst vielleicht, und da will ich auch gleich mit dir nochmal, ich sag's jetzt gleich, das Thema Affirmationen. Du kennst vielleicht Affirmationen oder Suggestionen. Das heißt, du sagst etwas im Ist-Zustand, formuliertes zu dir. Das sind kraftvolle, positive Zielaussagen. Wie zum Beispiel, ich bin so glücklich und dankbar, dass ich jedes Jahr 1 Million Euro oder mehr verdiene. Das sind so positive, ne? Das sind so positive Dinge, die du dir selbst vielleicht sagst. Doch was passiert jetzt? Wann sagst du dir das? In welchem Zustand bist du, wenn du Affirmationen sprichst? Weil ich weiß, einige machen es von euch. Du bist im Beta-Zustand. Weißt du, was im Beta-Zustand passiert? Dann lacht dich dein Unterbewusstsein aus und sagt dir, weißt du was, du bist gar nichts. Du bist überhaupt kein Millionär. Schau mal an, du hast 3000 Minus auf dem Konto. Was soll denn das? Dein Unterbewusstsein, das ist ein ganz wichtiger Schlüssel, dein Unterbewusstsein lehnt die Informationen ab und sagt, das blockt sie ab im Beta-Bereich. Du kannst Affirmationen sprechen für Jahre, habe ich selbst gemacht und überhaupt nichts gebracht. Ich habe 9 Jahre lang Affirmationen gesprochen. Weißt du, was es gemacht hat? Nichts. Weil es nicht hier ankommt. Und im Theta-Zustand ist dein Unterbewusstsein komplett offen für Veränderung. Und das ist wichtig.
So, nur können wir im Theta-Zustand nicht mehr sprechen, weil wir sind wir kurz vor der Tiefschlafphase. Da können wir uns auch nichts mehr durchlesen. Das heißt, es muss anders funktionieren. Kommen wir noch mal kurz zum Delta-Bereich. Der Delta ist der unbewusste Bereich. Das ist der traumlose Tiefschlaf. Und die Delta-Phase ist die erholsamste Schlafphase überhaupt. Doch wir sind immer so in Schwankungen. Ja? Es geht mal hoch, mal runter, mal sind wir da, dann träumen wir wieder ein bisschen was, dann sind wir wieder im kompletten Tiefschlaf. Und manche Leute können gar nicht schlafen. Die brauchen Schlaftabletten, die brauchen eine Flasche Rotwein oder was auch immer. Da weißt du was? Du brauchst Delta-Bineural Waves. Wenn du die hast, wenn du mit Delta-Waves arbeitest, weißt du, was da passiert? Gebe ich dir am Schluss gleich nochmal was dazu. Wenn du mit Delta arbeitest, passiert Folgendes, dass dein Gehirn automatisch in die Tiefschlafphase geht. Ganz automatisch. Wichtig ist eines dazu. Ich habe jetzt hier über die verschiedenen Bereiche gesprochen. Und jetzt gibt es da draußen ganz verschiedene tausende Audios. Du kannst dir auf YouTube alles Mögliche anhören und ich gebe da keine Empfehlung dazu. Du weißt nie, was dahinter steckt. Weiß nie, sind da irgendwelche Botschaften hinterlegt, sind da irgendwelche Sachen drin. Also ich würde mir nie irgendwas anhören, von dem ich nicht tausendprozentig weiß, dass das Ding gut ist. Ja? Und das ist ganz, ganz wichtig, weil da sind wir in einem Bereich, es gibt mit Subliminals zum Beispiel, kannst du dir hier Sachen einprogrammieren, die willst du gar nicht. Nächster Punkt. Was wir herausgefunden haben, ich habe die NOS-Methode entwickelt. NOS heißt Neuro Overload Strategy. Das ist folgendes. Es kommen ganz verschiedene Affirmationen, positive Informationen im Theta-Bereich, kommen die aus verschiedenen Richtungen gleichzeitig, viele verschiedene. Weißt du, was dann passiert? Dein Bewusstsein, denk nochmal an den Eisberg, dein Bewusstsein hält eine Information fest, weil mehr kann dein Bewusstsein gar nicht verarbeiten. Und gleichzeitig hast du 4, 5, 6, zack, hast du positive Informationen in deinem Unterbewusstsein. Kannst du dir vorstellen, was dir das für einen Schub gibt, was dir das für eine Power gibt in der Umprogrammierung? Das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Das ist das NOS, von dem ich gerade gesprochen habe. Dann, womit solltest du dich noch beschäftigen? Ganz klar mit Meditation. Warum? Mir geht es nicht darum, dass du im Schneidersitz sitzt und Om singst, sondern es geht mir darum, dass du Folgendes tust, dass du wieder zu dir selbst findest und dass du Ruhe findest vor allem. Und der nächste Punkt ist Visualisierung. Ja, Visualisierung. Stell dir deinen Erfolg vor. Stell dir vor, wie du es haben willst, wie es sein wird, wenn alle deine Ziele, Wünsche und Träume zu dir kommen würden. Denk an die Übung aus Episode 7. Wenn du sie nicht mehr weißt, schaust du nochmal an. Ja, jetzt haben wir Binaural Waves, NOS und natürlich, klar, positive Affirmationen, die aber, wie gesagt, nur Sinn machen hier im Theta-Zustand. Und jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Denn wir haben immer wieder gehört von der NASA, von NLP, neurolinguistisches Programmieren, haben wir immer wieder gehört, du brauchst 21 Tage, du brauchst 30 Tage, bis du ein neues neuronales Netzwerk aufgebaut hast, also bis du neue Gewohnheiten gebildet hast und dann funktioniert und dann läuft es auf einmal. Und soll ich dir mal was sagen, die komplette Branche folgt einem uralten Irrglauben. Die neuesten Erkenntnisse aus der Neurowissenschaft zeigen, dass wir für eine Umprogrammierung 56 bis 200 Tage brauchen. 56 bis 200 Tage. Bis wir ein neuronales Netzwerk hier aufgebaut haben, das so groß ist und das so stark ist, das für immer hält. Das ist ja wichtig. Willst du kurzfristige Erfolge, bist du nicht richtig bei mir.
Ich will immer langfristigen Erfolg mit dir haben. Wir wollen natürlich Vollgas geben, deswegen haben wir so ein NOS drin und so weiter. Ja? Das ist ganz wichtig. Aber weißt du was? Wenn du es nicht 200 Tage tust, vergiss es. Und darum geht es jetzt. Und es geht um die Entscheidung. Entscheide dich jetzt. Das ist wichtig. Deine Entscheidung. Die ist ganz wichtig. An diesem Punkt ist sie wichtig. Wenn du noch nicht da bist, wo du sein möchtest, wenn du noch nicht da bist, wo du hin möchtest, dann mach Folgendes. Triff jetzt eine Entscheidung. Triff die Entscheidung, es 200 Tage zu tun. Eine Technik allein reicht nicht aus. Du brauchst Jahre dafür. Und jetzt kannst du sagen, du programmierst dich selbst auf Wohlstand und Reichtum mit den Dingen, die ich dir gerade gezeigt habe, oder du lässt mich es machen. Ja, hast richtig gehört. Ich mach's für dich. Wenn du Lust hast, lass uns das zusammen tun, denn ich habe alles vorbereitet, alles ist da, weil das Ziel ist ja, dass wir den positiven Anteil, den hier, so groß und so stark machen, dass der negative Anteil immer kleiner wird und irgendwann geht. Ja? Es wird alles hier, alles positiv. Den positiven Anteil groß und stark machen. Und der negative geht von alleine. Das ist das Ziel. Und das machen wir. Und dafür habe ich ein Programm entwickelt. Ein Neurotraining. Das haben wir, lass mich schauen, lass mich nochmal rechnen, das haben wir 6 Jahre lang entwickelt. 6 Jahre. Mit allem drum und dran. Mit Tests, mit den Probanden, mit allem Möglichen, mit Studien, allem Möglichen drum und dran. 6 Jahre lang. Und vor 2 Jahren habe ich es auf den Markt gebracht. Und das ist jetzt genau der Punkt. Du kannst es entweder mich machen lassen oder du machst es selbst. Die Möglichkeiten gibt. Das Neurotraining. Ich zeige dir mal ganz kurz, was wir hier machen. Vielleicht hast du Bock, mal direkt mit mir zusammenzuarbeiten. Und zwar heißt das Neurotraining Faszination Geld. Wir schicken dir gleich hier unten mal einen Link rein, dann kannst du da drauf gehen und kannst es dir anschauen. Das ist ein 200-Tage-Programm. Du bekommst ein Arbeitsbuch dazu. Und du bekommst 6 Neurotrainings. Diese 6 Neurotrainings, du hörst dir einmal am Tag für 30 Minuten hörst du dir das Neurotraining an. Morgens, direkt nach dem Aufstehen, abends zum Einschlafen, in der Mittagspause, wo auch immer. 30 Minuten, einmal am Tag. Ersetzt 2 bis 4 Stunden Persönlichkeitsarbeit. Die musst du nicht mehr machen. Es ist schnell, es ist effektiv und du wirst merken, danach bist du so voller Power, so erfrischt und du gibst richtig Gas. Du hast einen lebenslangen Zugang zu dem internen Bereich. Ich weiß, es ist ein 200-Tages-Training, ich sage mindestens 200 Tage. Aber was wir machen ist, du hast mit mir ein Jahrestraining. Du hast mit mir 1 Jahr Coaching und Support. Ich helfe dir, deine Ziele zu erreichen. Ich helfe dir, deine Ziele, Wünsche und Träume zu erreichen. 1 Jahr Coaching und Support packe ich mit drauf. Du hast Videos im internen Mitgliederbereich, ja, Videos, du hast die Audios drin, du hast alle möglichen Trainings da drin. Und in diesem internen Mitgliederbereich hast du noch was Zusätzliches, und zwar, du hast einen Link drin, der zu unserer Facebook-Gruppe führt. Die Facebook-Gruppe von allen, die Faszination Geld nutzen. Hier kannst du dich austauschen mit positiven Menschen. Was wir noch machen ist, alle 14 Tage
Hast du mit mir ein Live-Coaching? Das heißt, ich beantworte dir alle deine Fragen, die du mir stellst und ich bringe dich voran. Ich zeige dir, was musst du tun, wo musst du umdenken, was musst du anders machen. Du sagst, Daniel, bei mir, das Geld läuft einfach weg, wenn ich es bekomme. Dann sage ich dir, was du tun musst. Ich habe da auch Anleitungsvideos dazu gemacht, dass du ganz schnell Erfolg bekommst. Egal wie hoch dein Gap ist, schau dir nochmal dein Gap an. Welche Lücke hattest du? Wie groß war die Lücke zwischen dem, wo du stehst und dem, wo du hin möchtest? Wie groß war die nochmal? 15.000, 50.000, 500.000? Ganz egal. Das Neurotraining hat am Anfang für die Probanden, die mit uns gearbeitet haben, hat eine Investition gehabt von 4.997 Euro. Und ich habe danach einfach gesagt, komm, lass es so ein bisschen günstiger machen, damit wir hier einfach mehr Leute erreichen können. Das heißt, die komplette Investition, ein Jahr Coaching, 6 verschiedene Neurotrainings, du hast die Konditionierung, du hast das Arbeitsbuch, du hast den Coaching, das Coaching Support dabei, du hast Facebook-Gruppe dabei. Alles das sind 1997 Euro für das komplette Jahr. Und das ist der ganz normale Preis. Doch weißt du, was ich heute mache? Heute mache ich Folgendes. Weinstock TV machen wir Folgendes. 997 Euro fürs Jahr. Wenn du es einmal bezahlst, ja, entweder einmalig oder 97 Euro monatlich. Mehrwertsteuer kommt dazu, aber ich denke mal, das ist klar. Hier sind wir ja mit Unternehmern zusammen. So, egal wie ich es rechne, wenn du eine Einmalzahlung hast, dann sind das 2,73 Euro am Tag. Also wenn du die Tasse Kaffee nicht hast für deine Umkonditionierung, dann muss ich sagen, läuft irgendwas falsch. Oder 3,23 Euro bei der Ratenzahlung pro Tag. Wenn du morgens aufwachst, mal ganz ehrlich, und hast 3 Euro weniger im Geldbeutel, merkst du das? Was kriegst denn du für 3 Euro da draußen? Dein Mittagessen, was du gerade gegessen hast, vielleicht, wenn du es angeschaut hast, war wahrscheinlich teurer als 3 Euro. Und das ist genau der Punkt. Die 3 Euro machen keinen Unterschied in deinem Geldbeutel. Aber weißt du, wo sie einen Unterschied machen? In deiner Programmierung und danach. Investier jetzt in dich und du wirst später in alles investieren können. Bezahl jetzt den Preis und du wirst später jeden Preis bezahlen können. Und das ist ganz wichtig. Fang an bei deiner positiven Umprogrammierung. Und was dieses Neurotraining macht, ist, die Binaural Waves bringen dein Gehirn in den Theta-Zustand. Dann kommen die richtigen Affirmationen. Dann arbeiten wir mit einer Visualisierung, mit Meditation. Dann kommen die Affirmationen von ganz verschiedenen Seiten. Und alles das hast du in jedem Neurotraining drin. Und das Neurotraining ist deins. Das musst du nicht zurückgeben. Da wird nicht irgendwann der Bereich gesperrt oder irgendwas. Das hast du für dich, für dein komplettes, ganzes Leben lang. Du machst es einmal am Tag und in dem Fall für 30 Minuten und das ersetzt 3 bis 5 Stunden Persönlichkeitsarbeit. Was noch dazu kommt? Was kommt noch dazu? Du bekommst von mir noch obendrauf einen Videokurs. Die Wissenschaft des Reichwerdens. WDR heißt nicht Westdeutscher Rundfunk, sondern die Wissenschaft des Reichwerdens. Das ist ein Buch, das ist über 100 Jahre alt. Und dieses Buch ist die Grundlage für den Film The Secret, was viele nicht wissen. Und das Buch wurde aber vor 100 Jahren geschrieben. Und vor 100 Jahren hat man ein bisschen anders gesprochen, da gab es eine andere Zeit. Und ich habe das Ding in heute übersetzt. Das ist so kraftvoll, das ist so powerful, weil du genau weißt, was du tun musst, um dahin zu kommen. Und du bekommst zusätzlich noch 2 Audios von mir. Einmal bekommst du das Audio von mir,
Entscheidungen, das Hörbuch Entscheidungen, damit du zukünftig die richtigen Entscheidungen triffst. Und du bekommst das Audio Alles im Fluss. Das ist eine Tiefenentspannungsübung, wie du, das kannst du einfach mal zum Einschlafen machen zum Beispiel. Und das führt dazu, dass du deine innere Kraft befreist. Wenn du das alles, das, was ich dir hier zeige, wenn du das in meinem Shop kaufen würdest und zusammenrechnen würdest, wären das 4.845 Euro, was du heute bekommst für 97 Euro monatlich oder einmalig 997 Euro. Wenn du sagst, Daniel, hey, ich weiß gar nicht, ob das funktioniert, ob ich deine Stimme mag, ob ich die Musik mag, kein Problem. Du hast 14 Tage komplett Rückgaberecht. Du hast null Risiko, null. Ich übernehme das Risiko. Ich übernehme das Risiko, dass ich dir die Audio-Trainings gebe, die sofort downloadbar sind. Da übernehme ich das Risiko und du kannst 2 Wochen testen und ausprobieren. Wenn du sagst, willst du nicht, gibst du mir wieder zurück. Was du eigentlich gar nicht machen kannst, weil du hast es ja schon bekommen. Ja? Aber ich sage, 14 Tage hast du, weil ich bin so davon überzeugt, 14 Tage hast du, kannst du ausprobieren, machen und tun. Und wenn es dir nicht gefällt, gibst du es zurück. Ja? Ein Knopfdruck für uns. Läuft über Digistore. Geh auf die Seite www.danielweinstock.de/geld. Den Link haben wir im Chat drin, in den Kommentaren drin. Klick da drauf auf www.danielweinstock.de/geld. Und wenn du da drauf klickst, siehst du nochmal Beispiele. Du siehst Testimonials von Leuten. Ja, ich kann dir auch mal ein paar Testimonials vorlesen, wo zum Beispiel die Gabriela schreibt, es hat sich ein ganz wichtiges Thema in Bezug auf die Existenzangst gelöst. Die Bank zeigt gegenüber dem Vormonat einen Betrag, welcher 12.000 Franken höher ist. Der Will schreibt, danke Daniel, ich verdiene jetzt in einer Woche, was ich sonst in einem Monat verdient habe. Daniela schreibt, bereits nach 2 Wochen habe ich meinen Umsatz verdoppelt und nach 3 Monaten verachtfacht. Katrin schreibt, mich für das Programm Faszination Geld zu registrieren, war die beste Entscheidung und die beste Investition in mich selbst seit langem. So, das ist genau der Punkt, ihr Lieben. Ja, wenn ihr Lust habt, dann seid hier dabei und fangt an. Ja, lasst uns Gas geben und geh auf danielweinstock.de/geld. Sehr gut, super. Heute mal mit einem kleinen Angebot, weil ich möchte ja mit euch auch zusammenarbeiten und ich freue mich total, wenn du mit dabei bist bei Faszination Geld. Dann lass uns jetzt starten, lass uns das nächste Jahr. Die Frage ist oft, ja, wann geht's denn los, Daniel? Geht jederzeit los. Du sagst, zack, bang, es geht jetzt los und dann legen wir los, dann fangen wir jetzt an. Und das ist ganz wichtig, nutze den Sonderpreis, nutze das für deine persönliche Umprogrammierung zum Thema Wohlstand und Reichtum und mach einen echten Unterschied in deinem Leben. Das ist so, so wichtig. So viele tolle Sachen warten da draußen und ich kann dir nur eins sagen, ich bekomme fast jeden Tag Dankesmails über dieses Programm, weil es einfach hervorragend funktioniert und du wirst es merken. Du hast null Risiko, wenn du sagst, Daniel, ich habe keinen Bock, ich kann es mir nicht leisten oder was auch immer, dann gib's halt wieder zurück. Hast 14 Tage Widerrufsrecht. Ja, gar kein Thema. Kann ich mir nicht leisten, 97 Euro. Wenn du 97 Euro nicht aufbringen kannst, dann wie willst du Millionär werden? Also irgendwas musst du machen, damit du 3 Euro am Tag mehr verdienst. Ja? Fokus auf Einnahmen, das ist ganz, ganz wichtig. Mir hat sehr viel Spaß gemacht heute mit dir. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, Episode Nummer 8 mit dir zu machen. Das wäre ein sehr guter Tiefgang nochmal in die Neurowissenschaft, in die einzelnen Bereiche der Gehirnwellen und so weiter, wie unser Gehirn funktioniert. Und wenn es dir gefallen hat, dann ja, teile, like, sei dabei. Marianne schreibt jetzt gerade noch, kann ich das Neurotraining auch nebenbei hören oder im Liegen oder wenn ich mich ganz drauf konzentriere? Bitte nicht beim Autofahren anhören, da bekommst du nochmal eine Anleitung dazu, Marianne. Am besten ist es immer, wenn du es einmal am Tag so machst, dass du dich drauf konzentrierst. Dann kannst du es auch einfach mal so laufen lassen. Es gibt Leute, die machen das einfach beim Laufen oder so, aber bitte nicht beim Autofahren, wenn du irgendwelche Maschinen bedienst oder Motorrad fährst oder irgendwas, weil dein Gehirn ja in den Theta-Zustand runtersinkt. Okay? Ganz, ganz wichtig. Nein, ihr braucht, Sabrina, du brauchst keinen Gutschein eingeben,
weil der Preis ist schon reduziert. Ja? Auf der Verkaufsseite ist der Preis schon reduziert von 1997 Euro runter reduziert auf 997 Euro oder auf 97 monatlich. Ist schon mit dabei. Ja? Der Sonderpreis ist schon drauf jetzt hier und du kannst jetzt hier da, ja, losgehen und ich freue mich drauf, wenn wir hier zusammen Gas geben. Wenn ihr noch Fragen habt, ihr Lieben, sollte irgendeine Frage noch kommen, schreibt uns bitte. Schreibt uns an support@weinstock-university.com. support@weinstock-university.com. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ja? So, wie lange ist das Angebot gültig, fragt Jutta. Jutta, wir haben das Angebot jetzt. Ich sage jetzt mal, ich lasse das Angebot stehen noch übers Wochenende, ja, weil einige noch nachhören, das weiß ich. Samstag, Sonntag lasse ich es noch stehen und dann haben wir wieder den Normalpreis. Ja? Also da einfach drauf gehen. Und was wichtig ist, wenn du nach dem Urlaub starten willst, du kannst jederzeit starten, aber sicherst dir jetzt, wann du in den internen Bereich gehst und wann du mit dem Training anfängst, wenn du sagst, ich möchte erst in 3 Wochen starten oder in 5 Wochen oder in 2 Monaten, das ist überhaupt kein Problem. Du bestimmst den Startpunkt selbst. Du gehst in den internen Mitgliederbereich rein, loggst dich ein und dann startet das Programm. Ja, du kannst es nutzen, wann du willst. Gar kein Thema. Aber jetzt schau, dass du dir jetzt den guten Preis holst, wenn du Lust hast. Klar, geht natürlich auch zum anderen Preis danach, aber ich will euch ja einen Vorteil hier verschaffen in Weinstock TV. Also lasst uns hier Gas geben. Okay, super. Was gibt's noch für Fragen? Wenn du noch Fragen hast, lass mich noch, schreib noch schnell. Ich schaue noch mal, ob noch irgendwas reinkommt. Sabrina schreibt, das, was ich bei dir lerne, kann ich auch an andere weitergeben. Na klar, auf jeden Fall. Genau, sehr gut. Da haben wir Neuro Overload Strategy nochmal. Ja. Sehr gut. Okay, ich sehe, es kommen keine weiteren Fragen mehr rein. Ich freue mich drauf. Oder ich noch mal runterscrollen, er hat sich gerade aktualisiert. Na? So, Jutta ist dabei, klasse. Ich freue mich drauf. Ich sehe schon, hier kommen einige Buchungen rein. Freue mich drauf, ganz toll. Ich sage herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich auf die nächsten 12 Monate mit dir. Und lass uns Gas geben, lass uns das tun, lass uns umkonditionieren, Vollgas geben, mit anderen Leuten zusammen sein. Ich werde mal schauen, dass wir nächstes Jahr oder vielleicht noch dieses Jahr ein kleines Meeting machen von allen, die das Training haben, dass wir uns auch mal live sehen. Das wäre cool. Irgendwo in Deutschland, wenn ich mal in Deutschland bin, sage ich Bescheid und dann machen wir einfach mal ein kleines Meeting zusammen. Und das wäre cool und ich freue mich drauf, dass wir uns sehen und freue mich auf die nächste Episode mit dir. Episode 9, nächsten Freitag, 12 Uhr, sei mit dabei. Wir machen was ganz Cooles. Ich verrate es in den nächsten Tagen. Ich habe 3 ganz, ganz, ganz coole Sachen. Jetzt gucke ich gerade, was sie das so noch zuerst machen. Ja? So, und wünsche dir, Christiane schreibt, möchte gern eine Antwort. Ich sehe nur leider keine Frage, Christiane. Das tut mir leid, ich sehe keine Frage. Ich scroll hier ganz hoch, ich weiß nicht, wo du es. Manchmal vermischt Facebook, ich sehe nur ich von Christiane. Manchmal ist es so, dass ich im Livestream leider nicht alle Fragen bekomme und es dann im Nachhinein dann angezeigt wird. Ja? Also live sehe ich es nicht als Moderator, aber ich sehe es dann, wenn es in den Kommentaren nachher drunter ist und dann würde ich dir einfach schreiben, weil wie gesagt, ich sehe es hier leider nicht. Tut mir leid. Antwort bekommst du. Super. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Freue mich, wenn wir uns sehen, hören und sprechen. Freue mich, wenn du bei Faszination Geld hier mit dabei bist und ich sage bis zum nächsten Mal. Dein Daniel. Ciao, tschüss.